Nein, ich hau die nicht weg. Mit der Handelsföderation wollen wir noch Handel treiben. Die haben es so gerade überlebt. Das ist gut. Lasst uns Handel treiben, liebe Leute. Wie viel Credits habt ihr? 1700, die nehme ich euch mal ab. Ja. Ja, ist doch super. Kann mein Gewebe verkaufen. Hätte spannend gefunden, wenn wir hier irgendwie jemanden als Flüchtlinge aufnehmen oder sowas. Aber ich muss nicht unbedingt jeden angreifen. Ich merke auch, es ist jetzt ein bisschen was anderes mit den Powerstrukturen hier in den verschiedenen Sektoren. Und ich glaube, sie haben es jetzt auch ein bisschen angefangen, dass hier Einfluss, wie das Verhältnis zu den verschiedenen Fraktionen ist, eine Rolle spielt. Ich hoffe, das wird auch noch weiter ausgebaut, weil bisher ist es so, es bringt ja eigentlich noch nicht wirklich viel, ein gutes Verhältnis mit den Leuten zu haben. Aber ich hoffe, dass es in Alpha 15 sich ändert. Tja. Unsere Schilde sind wieder hoch. Oh, was bin ich froh. Wie sieht es mit unserem Strom aus denn eigentlich? Leistungsstrom. Achso, die Schilde laden natürlich jetzt gerade noch. Ja, Leistungsstrom. Ja, okay. Irgendwann brauchen wir wahrscheinlich nochmal einen zweiten Generator. Aber jetzt haben wir drei Schilde. Es brennt. Set Wanderer. The Real Panzer ist nicht in der Nähe. Wo wir vom Teufel sprechen. Es hat schon wieder aufgehört zu brennen. Okay. Ja, wir können nochmal mit denen quatschen. Was müssen wir machen, um unser unser Verhältnis zu verbessern? Muss ihnen ein kleines Geschenk machen, ne? Das habe ich schon mal ausprobiert. Angebot. Kleines Geschenk sind 3800 Credits und vier Hypertreibstoff für plus 4 Verhältnis. Das müssen wir jetzt nicht machen, ne? Mit der Handelsföderation, mit der Militärallianz wäre es vielleicht ganz spannend. Vielleicht mit der Androiden-Fraktion. Ja, 4 Hypertreibstoff ist doch nichts. Ja, okay. Ach, ja richtig, das sind ja nur 0... Ja, das stimmt. Das ist ja eigentlich nichts. Komm, wir machen das einmal jetzt hier. Angebot und wir machen ein kleines Geschenk. 5 Hypertreibstoff. Das ändert sich jedes Mal. Komm, wir machen ihnen ein kleines Geschenk. Wissen eure freundliche Geste zu schätzen. Verabschieden. Dann liefern wir dieses Geschenk noch aus. Und dann haben wir ein bisschen besseres Standing mit der Handelsföderation. So heißen sie, ne? Handelsföderation. Jawohl. Aber, ja, die Ressourcen haben wir. Wir gucken uns jetzt weiter im System um. Wenn das Geschenk abgeschlossen ist, dann fliegen wir mal weiter. Das mit den Piraten war hardcore. Müssen wir noch was bauen? Möchten wir noch ein Schild haben irgendwo? Ich könnte hier noch ein Schild mit hinsetzen. Aber zwei Schilde an derselben Stelle, hattet ihr schon gesagt, ist keine gute Idee. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ne? Ja, wir springen jetzt erstmal weiter. Drei Schilde, fühle ich mich ein bisschen besser. Und gucken mal. Achso, da ist noch unser Shuttle, das noch unterwegs ist. Und hier sitzt und beäugt mich gerade ein Spinnilein. Da muss ich mal gerade was dran ändern.
Ich mag Spinnen nicht so gerne. Und wenn die... Ich hab's im Augenwinkel krabbeln sehen. Und das ist irgendwie da oben direkt an der Wand. Das muss ich nicht haben. Spinnen sind sehr nützlich zu Hause und so. Aber im Arbeitszimmer und im Schlafzimmer, nö. Nee, danke. Ja, die helfen gegen Fliegen. Ja. Das stimmt. Aber das war jetzt schon eine... Die war nicht so klein. So eine kleine in der Ecke, so eine Zitter, die so kleine Netze macht und so. Die war jetzt schon... Hatte Substanz, sag ich mal. Muss ich nicht haben. Und wir haben hier genug. Hier oben am Giebel mit den dachschrägen Fenstern und so. Hier gibt's genug Spinnen. So... Hier wurden wir gestoppt. Dann gucken wir mal hier. Was haben wir? Was ist denn? Hier ist ein Außenposten. Auch wahrscheinlich von der Handelsföderation oder sowas. Ja, hier ist ansonsten nicht mehr viel. Was haben wir hier hinten? Da sind die Piraten. Ja. Ja, ja. Oh, und hier ist auch Militärallianz, ne? Das hier ist... Genau, das ist Militärallianz. Dann springen wir doch mal hier hin, um auch noch ein bisschen zu handeln. Mit ganz vielen. Oh, hallo. Direkt mal auch noch ein paar Wracks. Aber auch nur kleine Schiffe. Dann sprechen wir doch mal mit der... Militärallianz. Und wir brauchen noch eine Stasiskammer, ne? Weil wir haben Jack aufgenommen. Anlage. Kryostasekammer. Zack. Und dann müssen wir hier oben weitermachen. Militärallianz, Hallöchen. Erstmal lass uns Handel treiben. Wie wär's denn, wenn du erstmal uns Gewebe abnimmst? Du möchtest bestimmt ein bisschen künstliches Fleisch. Dann geben wir dir noch 2 Hüllenblöcke. Dann hast du immer noch ordentlich Kohle. Das heißt, wir handeln weiter mit dir. Lass uns Handel treiben. Wir könnten dir eine Pistole verkaufen. Dann kriegst du nochmal 3 Hüllenblöcke. Wir können dir ein bisschen Wurzelgemüse verkaufen. Und dann hat er immer noch Kohle. Und da würde ich jetzt mal Angebot, was wollen die haben? Kleines Geschenk 4200 und 3 Hypertreibstoff. Oh! Ja, super. Dann machen wir denen auch mal ein Geschenk. Für irgendwas müssen wir mal unsere Credits ausgeben, den wir ihnen jetzt abhandeln. Ach, das ist eine... Nee, das ist eine Außenposten von der Handelsföderation. Okay, und wir handeln jetzt mit dem Schiff von der Militärallianz. So, wie sieht's aus mit unserem Away-Team? Ihr könntet mal schlafen. Ja. Besonders Arme Kuni und das andere Away-Team ist gerade aufgestanden. Die sind frisch und ausgeschlafen. Wenn die Pause vorbei ist, dann jetzt. Einmal direkt Befehl und einmal direkt hier einsteigen. Und da sind auch schon alle drin. Und dann würde ich sagen, direkt mal... Ah, hier sind 2 Schleusen. Dann steigen wir doch mal hier in der Mitte ein. Okay, Mikrometeoriteneinschlag bevorstehend. Und es kommen Androidenkollektiv. Okay, das ist nicht so wild. So. Haben wir hier Aliens. Sieht bald. Oh, hier ist. Hier liegt wieder Kohle rum. Schätze ich. Ja. Aber wir müssen auch mal wieder was vorlesen, ne?
Sieht alles ziemlich verlassen aus. Black Dwarf. Achso, das da hinten ist zerstört. Sieht alles ziemlich verlassen aus. Also auch nicht infiziert von irgendwelchen Aliens. Hier ist eine Krankenstation. Mal eine nette Abwechslung. Da hält auch der Sauerstoff noch eine Weile. Dann einmal hier rein. Und wenn ihr dann schon mal da seid, könnt ihr euch in der Druckschleuse... Wobei, brauchen wir eigentlich fast gar nicht, ne? Aber eine kleine Auffrischung kann niemals schaden. So, und jetzt müssen wir es auch gleich komplett erforscht haben. Und hier sind keine Aliens drauf, so wie es aussieht. Das ist ja spannend. Okay, und hier haben wir noch Credits. Sehr gut. Das heißt, hier einmal auflösen, da einmal auflösen und das Schiff nehmen wir mal auseinander und wir haben immer noch so viele Hüllenblöcke. Ja, keinen Hüllenschrott von da einsammeln. Von dem Kleinen können wir wieder Hüllenschrott einsammeln. So. Okay, unser Schild hält dicke. Das ist schon mal schön. Wir sind am Handeln. Wir könnten mit der Basis auch nochmal handeln. Genau. Da will ich auch nochmal gucken. Lasst uns Handel treiben. Oh, und da ist das Androiden-Kollektiv eingetroffen. Mein Gott, das ist auch wieder so ein fettes Schiff. Okay, es wird interessanter hier, wenn man ein bisschen sich entfernt. Wir könnten den Superhöhlenblöcke verkaufen. Dann machen wir das doch mal. Und nehmen trotzdem bei dem Wrack mal Hüllen. Und die haben super viel Geld. Also hier Hüllenblöcke auch. Lasst uns Handel treiben. Hüllenblöcke immer noch, würde ich sagen. Ja. Ah, jetzt kriegen wir nicht mehr so viel davon. Also verkaufen wir ihn mal 6 und 4 Weichblöcke. Ja, das soll mir reichen. Jetzt haben wir hier... Das ist auch ein geiles Schiff. Meine Fresse. Kontaktieren wir die doch auch mal. Und gucken, ob wir mit denen Handel treiben können. Lasst uns Handel treiben. Was wollt ihr denn haben? Haben die spannende Dinge? Könnten ihnen künstliches Fleisch verkaufen. Ansonsten... Oh ja, wir verkaufen ihnen... 3 Fleisch und den Rest Biomasse, weil da haben wir wieder ein bisschen was von. Ja, das verkaufen wir ihnen. Und verdienen wir hier durch Handel auch wieder einige Credits, die wir brauchten, um uns von den Piraten freikaufen zu lassen. Ja. I think I spider. Das glaube ich aber auch. Horst, hier hat mir einen Schluck Wasser spendiert. Prost. Und speaking of Schluck Wasser... ich muss auch mal wieder Wasser wegbringen. Deswegen würde ich sagen, hier müssen wir noch viel Handel abschließen. Unser zweites Away-Team sollte das hier mal erforschen und sich noch ein bisschen trainieren. Aber wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. So, Hallöchen, und da bin ich auch schon wieder. Und mir ist aufgefallen... ich habe nicht sofort auf Pause gedrückt. Das heißt, das Spiel ist noch so 3-4 Minütchen weitergelaufen auf ganz normaler Geschwindigkeit. Und da ist dann noch hier dieses Schiff, was fast zerstört worden ist, in den Sektor gesprungen. Also, aber wir haben die ganzen Handelsdinger abgeschlossen, die hier oben noch waren. Das heißt also, es ist nichts Gravierendes passiert. Und wir sind ja immer noch dabei, das Schiff hier auseinanderzunehmen.
Ja, also wir haben gerade irgendwie die ganzen Handelsgeschichten abgeschlossen. Und Horst, wie gesagt, die ultimative Einnahmequelle ist, dem Baron Hypertreibstoff zu verkaufen. Ja, stimmt. Das kann man sich in so vielen Games nicht. Also ich meine, hier kannst du es dir in einigen Situationen auch nicht leisten, wenn du das einfach so anlässt. Wenn du noch ein Away-Team hast und die Aliens kommen oder sowas, dann kann mal ganz schnell was ganz Böse nach hinten losgehen. Das ist definitiv. Wenn wir mal gerade gucken, wie sieht's denn unser Away-Team? Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich mach mal. Packe mal unser zweites Away-Team hier in das Shuttle und fliege es schon mal. Oder was heißt schon mal? Fliege es schon mal hier rüber, aber wir markieren es noch nicht, dass wir das Schiff auseinanderbauen, sondern wir fangen jetzt einfach damit an, mal zu gucken, ob wir hier Aliens haben und die auseinanderzunehmen. Die Kriecher. Oha. Und da haben wir wieder so einen Float-Kopf. Noch ein bisschen Schießübungen. Dann machen wir hier mal einfach die Türen auf und warten, dass da mal Zeug reinmarschiert. Ja, hier war doch eben so ein Flugding. Ja, okay, hier haben wir ein Fenster, durch die sehen wir die. Ja. Ist das, waren das jetzt zwei oder ist das ein und derselbe, der hin und her geflogen ist? Da sehen wir ihn. Oh, und da ist er durchgekommen. Ich dachte, er bleibt an einem der Türrahmen kleben. Sehr schön. Den haben wir weggesnackt. Auch wieder keine Leiche dabei entstanden. Das ist so ein bisschen. Oh, okay. Das Schiff ist derbe infiziert. Dann. Das hier ist doch mal eine super Gelegenheit, eure Schießfähigkeit zu trainieren. Und bei Arme Kuni sind wir hier. Der müsste. Ah, sind noch ein paar Erfahrungspunkte. Okay, gehen wir mal ein Stück näher. Oh, und da ist so ein. Da ist so ein. Und da sind wir dir ausgewichen, du Windbeutel. Haha. Das war ein guter Trick. So. Dann würde ich mal sagen, einmal kurz Sauerstoff auffüllen und dann machen wir hier weiter. Sehr gut. Ja, das gefällt mir schon sehr gut. Und da haben wir Credits liegen, schätze ich mal. Credits und Credits, sehr schön. Dann gucken wir mal hier hinten. Oh, hier hinten haben wir auch noch eine Luftschleuse, das ist gut. Dann laden wir uns da auch gleich mal wieder auf. Nachdem wir hier mal geguckt haben, können hier zurückgehen. Sehr cool. So. Brauchen wir fast eigentlich nicht, ne? Ja, aber Schaden tut's nicht. Ach, wir kommen hier gar nicht. Ah, das ist getrennt. Wir kommen hier gar nicht lang. Wir müssen dann außen rum gehen. Na denn. Aber hier haben wir alles sauber geschossen. Das ist schon mal super.
Armekuni ist kurz vor 1. Kurz vor 4. Ja, 5 und ein bisschen. Und kurz vor 2. Ja, Mensch. Oh. Da ist Set Wanderer leider ein bisschen zusammengebrochen. Hat zu sehr einen auf den Sack gekriegt. Okay, wir haben alles. Dann würde ich mal sagen, Zarazani einmal Set Wanderer einsammeln. Und ihr alle einmal zurück. Jawohl. Torben aus dem Norden. Hat Twitch eigentlich eine Sleep-Timer-Funktion? Für mich ist nämlich jetzt Bettzeit. Lass den Stream dann immer nebenbei laufen. Ich glaube nicht. Nee. Armekuni, du kriegst erst, wenn du Stufe 3 bei Waffen bist, kann ich dir eine. Schiff hat den Sektor verlassen. The Boom Boom Pow. Welches war denn The Boom Boom Pow? War das das Androidenschiff? Lustig. So, aber ja, sobald du Stufe 3 bei Waffen bist, Armekuni, kriegst du einen Sturmgewehr. Und dann kannst du richtig Schaden anrichten. So, das hier haben wir auch mal gemacht. Ein bisschen Erfahrung fürs zweite Away-Team. Gefällt mir. Und da liegen wieder ein paar Leute auf der Krankenstation. Ja, so ist das halt. Mhm. Und Night Dragoon mit dem Tipp, die Logistikroboter nicht auf fremde Schiffe, weil die oft mal liegen bleiben. Ja, das habe ich schon ein, zwei Mal gesehen, aber tatsächlich, wenn man das nicht zu doll macht, dann funktioniert es einigermaßen okay, dass die auch ein bisschen helfen, dabei Sachen wegzuholen. So viel Schwierigkeiten mit Logistikrobotern hatte ich jetzt was das angeht, Gott sei Dank noch nicht. So, die Frage ist, wo möchte ich... Oh, wir sind... wir können keine Schilde mehr bauen. Fällt mir da gerade auf. Weil wir haben... volle Systembaupunkte. Heißt, es wird Zeit, dass wir uns einen Platz suchen für Systeme. Und wir brauchen... Bin ich doof? Da, Hüllenstabilisator. Ja, ich würde mal sagen, ein Hüllenstabilisator kann super auch hier hinten mal hin.